So, und dann ziehen wir unsere Bahn. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge hier John Deere 8R410E Auto Power. Wir haben jetzt angefangen mit Striptill und ihr seht, wir haben jetzt hier bis da vorne schon fertig. Dahinter kommt der Nachbar, der hat da drüben fährt das Gespann. Das ist dieses, was ihr aus Funk und Fernsehen kennt, was beim Fahren überlädt. Dieser Serie mit der Gülletonne oben drauf. Und beim Fahren pumpen die sozusagen über. Genau, der fährt neben mir. Ansonsten Striptill, genau. Hier waren die Sonnenblumen. Wie ihr seht, wir haben hier eine ganz flache Maßnahme gemacht, um die Stoppeln zu zerkleinern. Denn wenn die Stoppeln so kaugummiartig sind, dann kriegen wir die nicht durch. Das heißt, die werden sich davor setzen, die werden aufschieben. Gerade wenn die so ein bisschen längst in Richtung sind, dann ist das suboptimal. Das haben wir einfach ein Jahr gemacht. Auf 5 Hektar habe ich das festgestellt, dass das nicht geht mit den Stoppeln. Es sei denn, es ist sehr warm und trocken und die sind ganz brüchig. Dann würde das funktionieren, aber bei knapp 90 Hektar Sonnenblumen, die ich letztes Jahr hatte, wo wir dieses Jahr Striptill machen müssen, ist die Gefahr natürlich zu hoch. Und deswegen, wie gesagt, sind wir hier gefahren, aber nur oberflächlich. Das heißt, ja, wir haben hauptsächlich nur wirklich die Stoppeln zerschnitten und tiefer ist es gar nicht. Man sieht das ja auch, hier sind noch Pflanzen, die hier standen. Die sind natürlich alle noch an der Oberfläche, weil wir wirklich ganz, ganz, ganz flach gearbeitet haben. Jetzt haben wir hier angefangen mit Striptill und haben das so im letzten Jahr den Wert übernommen. Und ist so ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr. Wir haben das auch, dass sozusagen der Winkel, der war relativ flach von dem Gerät. Wir haben den jetzt wieder ein bisschen steiler gemacht, damit die Schare mehr Unterzug bekommen. Denn, wenn ihr euch erinnert, wir hatten hier da an diesen Lehmkuppen letztes Jahr die Problematik, dass dort sich die Schare aus dem Boden gezogen haben und nicht wieder reingerutscht sind. Und da habe ich mit dem Herrn von Vollmer gesprochen und er sagt, du, ich habe mir deine Videos angeguckt. Wir hatten noch den Winkel weiter nach hinten genommen, damit sich das leichter zieht und so, weniger Bodenbearbeitung. Er sagt, ich fahre das mal wieder steiler, damit die Schare mehr Unterzug bekommen, mehr Drang nach vorne zu gehen. Und dann bleiben die auch in dem Boden und das funktioniert auch ziemlich gut. Also wir haben ähnliche Bedingungen wie letztes Jahr. Auch hier genau die Lehmkuppen, die wir hatten, da war es auch relativ schwierig. So wie man da sieht, da kommt ein bisschen der Boden raus. Aber das haben wir dieses Jahr deutlich besser im Griff als letztes Jahr. Hier vorne, wie man das sieht. Und was machen wir dazu, dass das noch besser läuft? Ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Ich ziehe mit dem Joystick die Geschwindigkeit nach hinten. Dann kann ich ja hier das Triptill sehen, wie es läuft. Und das ist auch wirklich nur bei diesem harten, harten Lehm, wo der Boden dann sozusagen rauskommt, weil er wie so eine Wurst da rausgleitet. Und wenn ich dann dran vorbei bin, dann kann ich wieder ganz normal meine 10 km/h fahren. Funktioniert gut und funktioniert deutlich besser als letztes Jahr. Wie gesagt, letztes Jahr hatten wir da echt harte Probleme. Aber das schlimmste Stück, was wir letztes Jahr hatten, das kommt dieses Jahr auch noch mit Striptill, was wirklich schwerer Boden war, wo es nahezu fast gar nicht ging. Da müssen wir mal gucken, wie das jetzt dieses Jahr läuft. Ich bin gespannt. Ja, es zieht sich schon noch ein bisschen schwer, würde ich sagen. Der Boden ist ja noch gut feucht, auch wenn man das sieht. Da ist richtig, richtig gut Feuchtigkeit drin. Wir hatten nochmal 7 mm Regen am Wochenende. Hier sind mittel 35 Bodenpunkte. Nicht mein leichtester Boden, aber auch nicht mein schwerster, aber schon solide. So, ich habe mir das jetzt hier auf iTech gelegt. Was ich noch nicht habe, ist die Funktion vom Fass auf den Joystick gelegt. Das weiß ich nicht, wird bis zum Ende noch nicht durcherkannt oder irgendwie sowas. Da muss ich noch einmal im Fass die Isobus Daten löschen. Kann ich euch gleich einmal zeigen. Das funktioniert im Prinzip bei jedem Gerät und jedes Gerät hat da auch irgendwo einen Speicher. Wenn da mal eins nicht richtig erkannt wird oder so. Und dann kommen wir auch gleich zum Trecker. Aber dann hilft das auf jeden Fall. So, ich drehe um. Wie gesagt, wir fahren keine Beete, damit mich die Transporter direkt anfahren können. Und dass ich jetzt nicht die Bredouille habe, dass ich in der letzten Bahn oder so leer werde. So habe ich halt bis zum Ende die ganze Zeit keine einzige Fläche überfahren. Weil ich fahre Spur an Spur und dadurch, wie gesagt, kommen die Transporter schräg ran. Und hier der ganze Bereich, da fährt niemand mehr drauf.
Das ist bei Striptil, muss man da wirklich drauf achten. Wie gesagt, wäre das jetzt hier meine letzte Spur und ich würde mittig alle gehen, bei unseren langen Bahnen geht man ständig mittig alle, dann hätte ich die Gefahr, dass ich einfach hoch muss. So, dann fahre ich entweder voll zurück, drehe einmal und fahre die letzte Spur. Ja, im Prinzip ist es schwieriges Unterfangen. Genau, also Isobus. Und die Funktion findet man so ziemlich in jedem Isobus. Wenn man hier unten durchgeht, da braucht man aber einen kleinen Moment für. Dann gibt es hier Lösche-Aux-Einstellung. Da tippt man einmal an und danach kann man das eigentlich wieder vernünftig zuweisen. Da ist manchmal der Speicher voll oder da ist ein anderes Gerät im Speicher oder ein anderer Tracker im Speicher, was das so ein bisschen erschwert. Deswegen da mein Tipp, einfach Aux-Einstellung löschen und dann dürfte die Zuweisung wieder funktionieren. So. Wieder über die Lehmkuppe fahre ich wieder ein bisschen langsamer. Genau, und wenn ich dann eigentlich drüber bin, kann ich wieder Gas geben. Und so setzt sich das Gerät wunderbar und dann zieht sich das Gerät auch gut rein und der Boden bricht. Alles wunderbar. Dann habe ich dementsprechend die Arbeitseinstellung jetzt so, dass ich hier sozusagen jetzt alles über Isobus fahre. Produktname Wasser und Tausende von Liter funktioniert eigentlich immer. Dass Geres, das AE dann ein Problem war oder das R ein Problem war. Deswegen mache ich eigentlich immer nur Wasser. Also ist ja eigentlich letztendlich egal, was man ausbringt. Hauptsache die Ausbringmenge stimmt. Dann soll Wert RX ist dann hier die Karte drin. Ich habe jetzt Folgendes bei 365 Farmnet gemacht. Oh, ich habe die ganze Zeit hier Dings an. Rundumleuchten, kann auch keiner rankommen hier. Jetzt kommt er. Ich habe jetzt bei 365 Folgendes gemacht. Ich habe in diesem pro Stück habe ich einfach mit der Lagos Fahrspurplanung habe ich Spuren angelegt und optimiert für diese Fläche. Dazu eine Applikationskarte gemacht und das Ganze lade ich pro Fläche jetzt als ISO XML, lasse ich mir das erstellen. Diese ISO XML bringe ich hier rauf. USB-Stick hier rein. Dann sagt er, er hat einen Import gefunden und dann findet man auch sozusagen bei den Arbeitsdaten, da zeige ich euch gleich nochmal, findet man eine Flächenliste. So, während ich jetzt hier pumpe, kann ich euch das einmal zeigen. Und zwar gibt es hier jetzt die Möglichkeit, die Arbeitsdaten, Liste Isobus-Aufgaben, ah, alles klar. Hier sind jetzt meine Isobus-Aufgaben drin und die hake ich an, dann arbeite ich die ab. Wichtig ist, hier oben gibt es eine Möglichkeit da. Isobus Dokumentationsmodus, den muss ich aktivieren, damit das Ganze hier so geht. Dann brauche ich nur noch auf diese Fläche fahren, den entsprechenden Job auswählen. Und dann habe ich jetzt hier auch meine vorgewendeten Spuren schon, aber die funktionieren, glaube ich, mit dem 8R nicht richtig, sind einfach nur AB. Aber wichtig ist einfach die AB, die ich hier brauche, die ich hier oben drin habe. Das ist eine AB-Linie. Wie gesagt, die habe ich bei Lagos Fahrspurplanung in 365 Farmnet erzeugt. Und die ist halt optimiert jetzt auf dieses Stück. Das heißt, ich habe so wenig Überfahrten und Überlappungen wie möglich, auch im Übergang vom Vorgewende zur Hauptfläche. Wenn ihr mal wollt, dass ich das Ganze noch einmal in einem Video zeige, wie ich das mache, gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich nochmal ein Video, wie ich das genau hier so gemacht habe, damit ihr das auch so raufbekommt. Das ist gar kein Problem. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier die ganzen einzelnen Zonen für die Applikationskarte. Die Spur passt jetzt. Und jetzt haben wir den weiteren Vorteil. Dadurch, dass ich die Spuren im Terminal erzeugt habe, brauche ich letztendlich nur für die Aussaat nochmal dieselben Spuren mir als ISO XML schicken und kann die abarbeiten. Ich habe jetzt nicht die Problematik, dass ich A, von unseren Fendt-Schleppern auf den John Deeres irgendwas übertragen muss, ja. Und ich habe auch nicht die Problematik, dass ich jetzt, wenn ich keine Spur mehr drauf habe, eine AB anlege und die ich wieder auf einem Fendt übertragen muss. Das ist so ein bisschen der Kniff, den ich jetzt umgehe, indem ich einfach für alle Flächen diese Fahrspurplanung gemacht habe und diese dann auf jede Schleppermarke übertragen kann durch diese ISO XML. Das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil und, oh, wir sind schon voll. Und das erleichtert mir natürlich auch die Gesamtthematik, dass ich jetzt dieses mit den Spuren übertragen nicht mehr habe. Die Fahrgassen habe ich ja trotzdem in meinen Fan-Terminals drin. Und sollte ich irgendwo mal noch eine neue Fläche haben oder eine neue Arbeitsbreite, dann würde ich das generell einmal überdenken. Und dann würde ich sowieso
alles nur noch über diese Fahrspurplanung machen, dann eine neue Fläche anlegen und dann habe ich für alle Ewigkeiten dann diese Spuren drinne und kann die mit jedem System übertragen, auch einem Mähdrescher und weiß der Geier was. Das hat ziemlich gut funktioniert und auch tatsächlich im ersten Anlauf. Wichtig ist zum Beispiel bei diesem Fass, dieses Fass und auch die Verarbeitung dazu braucht Liter pro Hektar. Das heißt, ich lege jetzt keine Karte mit Kubik pro Hektar an, sondern tatsächlich Liter pro Hektar in 1000. Ja, das heißt, von 25 Kubik sind 25.000 Liter und das ist tatsächlich so, dass das so sein muss. So, wie gesagt, aktivieren wir das Ganze und dann heben wir nochmal die Liftachse an, Tempomat und dann geht's los. Man muss sagen, 8R E-Auto-Power, das Ding fährt sich einfach butterweich. Also das ist krass, obwohl ja trotzdem E23-Getriebe dahinter ist, was so mir erklärt wurde, ist das ja jetzt elektrisch angetrieben und dadurch ist es enorm stufenlos. Dadurch haben wir nicht mehr diese Schaltprozesse jetzt beim Ziehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier bei 8 km/h runterfallen und der zieht jetzt hier wirklich auch gerade wie ein Meister an dem Ding, weil es hier auch schwerer Boden ist, wie ihr seht, ist lehmig, schwerer Boden und auch relativ feuchte Bedingungen unterirdisch noch, ja, haben wir auch die Problematik hier, dass der wirklich, wirklich schwer ziehen muss und der muss sich aber gerade richtig lang machen, mein lieber Mann. Ich kann ihm jetzt hier noch ein bisschen Geschwindigkeit weggeben, da der hier ein bisschen langsamer zieht, aber wie gesagt, diese Lehmkuppe, die hat es gewaltig in sich. So, und wir merken überhaupt keinen Schaltprozess. Wenn wir jetzt hier gleich über die Kuppe drüber sind, wir können jetzt hier auch nach wie vor, wie man das gewohnt ist, auch von einem Fendt, stufenlos schalten. Ja, wenn wir jetzt hier rüber sind, machen wir rechts Tempomat wieder rein und dann gehen wir wieder hoch auf 10 km/h. Und ihr merkt, da ist kein Ruckeln, kein gar nichts. Ja, und auch mit der Drehzahl werdet ihr es gleich merken. Sobald wir diesen kleinen Abhang da runterfahren oder diesen kleinen Hügel, dann wird er gleich deutlich ruhiger in der Drehzahl. Ja? Das heißt, wir sind viel, viel unabhängiger jetzt wieder geworden gegenüber dem 8R mit dem E23. Das Ganze läuft hier wirklich sauruhig. Ich muss jetzt, weil ich noch einstellen muss, dass das Fass schneller sozusagen die Ausbringmengen korrigiert. Obwohl es eigentlich ganz gut funktioniert. Da wäre natürlich geiler gewesen, hätte man jetzt eine 540er Zapfwelle. Weil wir haben enorm viel Leistung an der Pumpe und es wäre auch gut, wenn es nur halb so viel wäre. Dadurch, dass es ja durch Zapfwelle ist und das quasi mit der Motordrehzahl sich mit erhöht, haben wir auch da, wenn wir langsamer werden und er richtig schwer ziehen muss, erhöht er die Drehzahl, haben wir dann natürlich enorm viel Pumpleistung. Ich fahre jetzt einen Teil über den Bypass schon wieder zurück. Das heißt, der Druck baut sich ja nicht im System auf, sondern da geht auch wieder einen kleinen Teil mit ins Fass zurück. Kleiner Vorteil, Nitrifikationshemmer wird doch immer noch mal ein bisschen besser eingemischt. Das heißt, wir haben permanent Zirkulation im Fass. Aber im Gesamten wäre es auch okay, wenn wir weniger haben. Aber gut, wir sind jetzt in den grünen Bereich reingekommen, der passt das schon relativ schnell an. Aber ihr hört selber, wie schnell der auch jetzt die Drehzahlen anpasst und wie gut er hier auch durchzieht. Aber der hat zu tun. Weil wir jetzt natürlich auch den Winkel nach vorne gestellt haben, wir sind jetzt bei 26 cm Arbeitstiefe, geht er richtig was. Und wahrscheinlich haben wir hier gerade noch eine Fahrgasse. So, als erstes Liftachse runter, Fass deaktivieren. Ja, dann wird das Ganze ausgehoben. Und dann ist das Gerät oben. Ich habe die Achse noch nicht draußen, weil ich jetzt einfach die ganze Zeit noch mal im Spiegel gucke. Ich überprüfe, ob das Gerät funktioniert. Ich will da noch ein bisschen sehen, ob der Boden da vernünftig durchfließt. Ich sehe ja natürlich die ersten ein, zwei Schare im Spiegel. Das will ich einfach sehen. Und dann fahre ich nachher auch wieder die Liftachse. Naja, die Ausschiebeachse. Die Ausschiebeachse fahre ich deswegen nachher dann auch wieder raus. So, ihr merkt auch die Schaltprozesse. Habt ihr das gemerkt? Da ist kein Ruckeln, das ist ein ganz butterweiches Anfahren. Das ist total krass einfach. Das macht sich so angenehm. So, dann drücke ich wieder jetzt den Autopilot. Wie gesagt, die Taste werde ich mir hoffentlich nachher noch auf den Joystick legen können. Dann drücke ich den jetzt hier. Jetzt geht das runter. Jetzt drücke ich die Taste. Bei der Taste habe ich jetzt eingespeichert, dass die Liftachse sich hochfährt und ranzieht und gleichzeitig die Zapfwelle eingeschaltet wird. Ja, man kann das natürlich noch mit dem Tempomat belegen, aber oft ist es so, sage ich euch ganz ehrlich, wenn man nochmal das Gerät, wenn man in die Ecke stößt, wenn man nochmal das Gerät runterlassen will, auch dass so ein bisschen Substrat kommt und dann langsam anrollen lassen. Und die Variante finde ich jetzt persönlich gerade einfach am besten. So fahre ich jetzt seit den ganzen Jahren und das läuft eigentlich gut, muss man sagen. Ja, anscheinend war neben uns eine Fahrgasse.
So, Arbeitsbild sieht erstmal gut aus, was man natürlich hat. Der Boden bricht jetzt ein bisschen döller, weil wir an der Oberfläche natürlich die so ein bisschen angekratzt haben. Der setzt sich nicht ganz so krass, aber soll erstmal reichen. Ich bin aber gut in Schnatterlaune. Drohne habe ich jetzt nicht mit. Ich denke aber, die Drohnenaufnahmen werde ich morgen nachreichen. Können ja auch einfach, ich kann euch noch mal einmal zeigen, hier gibt es ja die Funktion iTag, da kann man halt drauf tippen und da kann man sich die Funktion im Prinzip zusammenlegen. Was für mich immer schwierig ist bei John Deere, da gibt es halt Steuergerät einziehen und ausschieben, aber woran weiß man, dass man einschiebt oder ausschiebt, versteht ihr? Wenn man jetzt zum Beispiel bei Fendt eine Steuereinheit betätigt, dann weiß man, okay, das ist die Plusseite, das ist die Minusseite. Aber wo weiß ich das bei John Deere? Ja, ob er nach oben schiebt oder nach unten schiebt. Oh, der darf. Ah, der darf da gar keinen Druck drauf haben. Das geht natürlich nicht. Okay, gut. Also da darf er natürlich keinen Druck drauf haben auf der Seite. Ich glaube, ich kann nämlich auch hier nämlich ihm sagen, dass er unabhängiger Modus, glaube ich, ist es. Genau, jetzt habe ich nämlich wieder nur eine Seite und einen Druck. Jetzt merkt man gerade, wie schwer da der Boden ist. Man merkt richtig, wie man festgehalten wird bei diesen Lehmkuppen. Aber das ist nur hier vorne, da nochmal und dann ist das schon wieder vorbei. Und dann haben wir ja teilweise auch wieder die leichteren Böden bei uns im Ort. Jo, ich fahre erstmal nochmal ein paar Meter und weiß ich nicht, inwieweit ich auf Zubringer heute warte oder nicht. Würde ich aber erstmal sagen, gucken wir ansonsten nachher gleich nochmal auf dem Acker und gucken uns die Bodenbearbeitung an, wie gut das jetzt letztendlich aussieht. Nicht die Bearbeitung, die Applikation. Wir bearbeiten noch gar nicht, Mensch. So, also bis jetzt haben wir uns von der Hektarleistung, Kubikleistung heute noch gar nicht mit Ruhm bekleckert. Wir hatten 4 Rohre verstopft. Keine Ahnung, wo das herkam. Da war Erde drin. Können wir uns auch nicht so recht erklären. Und ein Problem habe ich hier oben im Kranarm, da haben wir ein bisschen länger dran jetzt gesucht. Und zwar, mal gucken, wer da fährt, in der Fokus. Und zwar habe ich so einen Winkel, wenn ich den Kranarm darüber bewege, dann hat der Sensorwert quasi einen falschen Wert und dann lässt es mich nicht mehr zurückschwenken. Das haben wir ein bisschen länger Ursachenforschung betrieben und das ist tatsächlich nur dieser eine Winkel. Ja, wenn wir im Sensor den Winkel verschieben, ist er woanders, aber er ist immer da, dieser Winkel, wo wir nicht sozusagen bearbeiten können oder nicht drehen können. Jetzt ist es so, ich kann komplett links noch bewegen, aber rechts hole ich den nach vorne, komme ich nicht mehr gut zurück und muss ein paar Mal immer hin und her, bis der Wert dann irgendwann wieder hinhaut und dann funktioniert hat. Das ist suboptimal. Deswegen fahre ich jetzt erstmal nur so, dass ich links abpumpe. Das heißt, ich fahre jetzt hier immer eine Runde so ein Beet, fahre jetzt da rüben und muss da halt ein bisschen aufpassen. Jetzt warte ich darauf. Das wird wahrscheinlich zu spät sein. Der wollte mir die Nummer von dem Sensor schicken, damit ich beim Handel, beim Landhändler anrufen kann, beziehungsweise in den WhatsApp schreibe. Brauchen wir ja heutzutage nur eine WhatsApp schreiben. Mit der Bestellnummer und dann geht das ab. Und ich hatte noch gehofft, dass, ich glaube, bis 16 Uhr ist Express, dann wäre es am nächsten Tag hier. Aber ich denke nicht, dass es morgen hier sein wird. Ich glaube, das wird erst übermorgen hier sein. Aber nichtsdestotrotz, linksrum geht es ja immer. Also damit können wir in etwa leben. Es war jetzt nicht der absolute Traum, aber erstmal können wir mit leben. Also wir kriegen jetzt erstmal ein bisschen was gefahren, von daher läuft es. Wie ihr seht, das Arbeitsbild hat sich auch verbessert, bis auf da. Da ungefähr, da ist so eine Spur, die immer ein bisschen mehr Bodenbearbeitung macht. Ich bin der Meinung, da ist der Körper vielleicht ein ganz bisschen verdreht oder sowas, weil der hebt die Erde nur so ein Müh weiter rum, dass sie so ein bisschen anfängt zu rollen. Geht aber. Wie gesagt, ist nur eine Oberfläche. Dafür würde ich jetzt hier kein ganzes Char umtauschen, beziehungsweise keinen ganzen Arm. Erstmal funktioniert es und wir können fahren. Spitzen ist überall auch noch genug drauf, also von daher, das geht erstmal seinen Gang. Zum Fass, wir haben dieses Jahr jetzt schon weg 16.000 Kubik mit dem Fass. Lief bis jetzt ganz gut.
kann ich mich nicht beschweren. Und bis auf ja, den Sensor und wir hatten am Kranarm so einen kleinen, beim Hydromotor, so ein Drehgewinde, was halt dafür sorgt, dass der Kranarm dreht. Da hatten wir Probleme. Ansonsten läuft's gut. Das Fass hat jetzt 107.000 Kubik weg und ist jetzt 2021, geht in die fünfte Saison. Also die fünfte hat jetzt gerade erst mal angefangen. Also 107.000 Kubik, das ist schon mal ein bisschen was. Also ganz so wenig hat es bis jetzt nicht bewegt. Und man kann erstmal im Groben und Ganzen sagen, das Fass ist zuverlässig. Würde ich so einstufen. Ansonsten seht ihr selber, wie schnell auch die Flächen wieder abtrocknen. Ne? Also es ist zum einen feucht. Bei der Gerste kommst du immer noch kaum rauf, weil der Boden so schwer ist. Hier ist wieder ein bisschen sandiger. Da geht so schnell die Feuchtigkeit weg. Es ist der Wahnsinn. Soweit dazu. Genau, die Sonnenblumenstoppeln hatten wir gesagt. Die habe ich leicht an, muss ich leicht oberflächlich da was machen, damit ich die kurz kriege. Eine Alternative dazu gibt es ja auch nicht wirklich. Und genau, jetzt Triptipp-Verfahren, Besonderheit ist, wer neu dazukommt, wir bringen die Gärreste unterirdisch ab, in Reihen quasi. Und genau an diesen Reihen, also es ist ein Abstand von 50 cm, und genau in diesem Abstand von 50 cm kommt später auch die Saat. Das heißt, auch unsere Sonnenblumen, Mais, Hanf dieses Jahr wird in einem Reihenabstand von 50 cm erfolgen. Und genau da, wo wir jetzt diese Gärreste applizieren, das heißt, die kommen genau darüber und dann haben die sozusagen so eine depotartige Nährstoffversorgung. Für die Kenner unter euch, ja, mit Nitrifikationshemmer setze ich seit Jahren an, damit man eine langanhaltende Ammoniumernährung hat. Und das ist definitiv zu merken. Oh, da war eine Fahrgasse. Da braucht man ein bisschen Gedenkzeit, Leute, kann ich euch sagen. Man hat die depotartige Ernährung mit Langzeitammonium und man sieht das tatsächlich auch in den Wurzeln an. Das habe ich in den letzten AKFs gezeigt. Die sieht wirklich richtig, richtig intensiv aus, diese Wurzel, nicht so, wie man das gewohnt ist. Also das sieht man und der Wert ist tatsächlich auch sichtbar. Bei Getreide zum Beispiel stabilisieren, da denke ich, das passt einfach nicht so gut zusammen. Da ist der Mehrwert einfach nicht da, weil die Nitrifikation kommt so oder so. Und die kommt halt mit Breitverteilung deutlich eher, das Mittel ist deutlich eher dann aufgebraucht, als wenn wir jetzt hier langfristig sozusagen das jetzt zentral als Wurst ablegen unterirdisch, dann ist das ja viel zentrierter das Mittel. Und die Nitrifikationsbakterien, also Nitrosomonas und Nitrobacter, die müssen ja quasi von außen sich dieses Depot anfressen, ja, weil es ist ja stabilisiert. Bei der Breitverteilung ist es ja einfach so, dass die Angriffsfläche für die Bakterien viel weiter ist. Und dadurch ist die Nitrifikation viel schneller da. Und die kommt, wie gesagt, die kommt so oder so. Und ich bin der Meinung, beim Getreide verzögern wir das bloß um ein, zwei Wochen. Und dann haben wir die Nitraternährung. Und ich kann da einfach kein, also ich habe jetzt 2 Jahre teilweise mit, teilweise ohne gefahren. Und ich kann da einfach keinen Effekt großartig feststellen, dass die Wurzelung anders ist. Ich denke, wenn man irgendwie schlitzen würde oder so, vielleicht sehe es da anders aus. Aber im Gesamten würde ich sagen, kann ich mir das Geld da sparen. Wie gesagt, bei Striptill sehe ich das schon als sehr, sehr sinnvoll an und da sieht man den Effekt einfach. So, ich wollte nochmal raus mit euch und mit euch das bearbeitete Land angucken. Aber jetzt habe ich erstmal einen Zubringer nach dem anderen. Hat sich auch ein bisschen aufgestaut, weil wir jetzt nun am Arm noch ein bisschen dran umhergebaut haben. Und von daher gucken wir mal, ob wir nachher nochmal rauskommen. So, ich habe jetzt nochmal mit dem Venus-Herr telefoniert. Ich habe jetzt die Nummer, die habe ich jetzt direkt bestellt, aber das wird erst übermorgen ankommen, weil nach 15 Uhr sagt er, das wird nichts mehr. Aber ich kann jetzt, das werde ich morgen früh machen, ich habe da noch eine andere Steckbuchse für eine andere Funktion. Und dann kann ich über das Drehen dieses Joysticks, kann ich das Ganze so anschließen, dass ich den Arm nicht mehr per Joystick drehe, sondern per so drehe. Und dann kann ich beide Richtungen, dann wird der Sensorwert nicht abgerufen. Das würde erstmal überbrückungsweise funktionieren und das werde ich auch mal machen, bis Mittwoch früh der da ist. Weil dauerhaft über links ist natürlich keine Option. Wenn wir jetzt Vorgewände haben oder so, kann natürlich sein, dass wir ein bisschen mehr rangieren müssen. Das haut erstmal hin. Da bin ich erstmal zufrieden. Ansonsten, ihr seht, muss ich gut lang machen, der Kollege. Also spazieren fährt der das hier nicht. Was natürlich toll ist, wir müssen uns das auch nochmal von draußen angucken. Der ist natürlich mit 900er Reifen bereift.
Deswegen hat er ja auch nur 5% Schlupf. Auch Michelin Axio Bib 2. Bombenreifen, fahre ich auch auf dem Fan, bin mega mit zufrieden. Super Traktionswerte, das merkt man schon. So, man muss sich natürlich umgewöhnen. Mit dem Joystick, mit den ganzen Knöpfen. Man ist das ja jetzt wieder anders gewöhnt gewesen. Aber da kriegen wir schon hin. Fahren ja ständig irgendeine andere Maschine hier gefühlt. Was natürlich toll ist und was ich auch sehr positiv finde bei John Deere. Ich weiß nicht, ob es bei Fendt One inzwischen auch so ist. Es kann sein, dass Fendt One das inzwischen auch hat. Und zwar kann ich das Ganze hybridartig fahren. Das heißt, ich kann jetzt mein Fahrpedal benutzen oder kann ihm hiermit verzögern und Gas geben. Also ich kann permanent beides nutzen. Bei meinem jetzigen 900er Fendt ist es ja so, dass ich entweder oder fahren kann. Also ich kann entweder über einen Joystick fahren. So, ich müsste ihn mal vielleicht einstellen, dass er... Ich muss mal gucken, wo ich das finde. Bei dem E-Auto-Power konnte man machen, bei der Hydraulik, wenn man die betätigt, hat er automatisch runtergeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob man hier ihm das irgendwie sagen kann, dass er diese Gedenkpause nicht hat, wenn ich das Gerät jetzt in den Boden lasse. Deswegen versuche ich das so fließend zu machen, nicht beides auf einmal, nicht runter und Liftachse hoch, sondern runter, dann kommt der erste Widerstand und meistens dann wird er schon schneller. So, ist auch wirklich schwerer Boden. So, Lehmkuppen schmecken ihm gar nicht. So, weiter geht's. Wie gesagt, dann gucken wir uns das nachher gleich nochmal draußen an. Also der muss sich gut strecken. Ich habe einmal, was ich noch nicht hingekriegt habe, dass er nicht automatisch aufzeichnet vom ISO-Bus aus. Dass das Fass ihm zeigt, wann Start, wann Ende. Ich bin der Meinung, ich habe bei den letzten 8 ERs habe ich das hingekriegt, indem ich einmal den Hauptschalter tatsächlich auf 0 gemacht habe, dann wieder gestartet habe und dann bin ich der Meinung, dann hat das funktioniert. Alles andere funktioniert. Ich habe jetzt über iTech, seht ihr selber, die Funktion raufgelegt vom ISO-Bus. Das heißt, hier aktiviere ich jetzt das Fass und deaktiviere das. Was ich nicht wusste, dass man nur die einfachen Knöpfe dafür nutzen kann. Also den, den und den. Und hier alle für ISO-Bus und hier alle für ISO-Bus. Aber die Kippschalter funktionieren nicht für ISO-Bus-Funktion. Das wusste ich nicht, das hat der Kollege mir gesagt. Aber ansonsten 1, 2, 3, 4, diese würden funktionieren. Hier alle, ja, also hier alle von den Schaltern, außer der Kippschalter nicht. Aber hier würden alle gehen. Und wie gesagt, hier die Einfachknöpfe gehen jetzt auch alle. Also von daher, das habe ich hingekriegt. Das Einzige ist nur nicht, dass er jetzt hier aufzeichnet, wo er war. Und damit hier halt den Zähler startet für entsprechenden Dieselverbrauch. Wir standen ja vorhin relativ viel rum mit Wartung und mit dem ganzen Kram. Also wir haben relativ lange rumgeschraubt mit laufendem Motor, weil dann musst du wieder ein bisschen anheben, ein bisschen abheben, Arm bewegen, dann kannst du ja nicht die ganze Zeit ausmachen. Ich habe jetzt 121 Liter verbraucht, seitdem ich heute vom Hof gefahren bin und habe 8,6 Hektar gemacht. Also ich habe vorhin einmal zwischengerechnet, da waren es 14 Liter auf dem Hektar. Das geht ja jetzt nach und nach runter, denn wir werden jetzt immer effektiver. Wir fahren ja jetzt die ganze Zeit. Wir kommen ja jetzt nicht mehr in die Standzeiten rein. Irgendwo 11, 12, 13 Liter, das haben 10,50 verbraucht, das hat der 8RX verbraucht. Das hat der 939, nee, der 939 hat mehr verbraucht, weil der Bodenstein hart war. Das hat der verbraucht. Aber so um den Dreh müsste er liegen. Vielleicht auf dem Boden müsste er so, ich sag mal, 12 Liter auf dem Hektar liegen. Dann wäre er genau in der Norm, was so ungefähr die anderen gebraucht haben. Ansonsten ist das natürlich schwierig vergleichbar. Jedes Jahr, ne? Jedes Jahr hast du andere Bedingungen. Boden ist schwerer, mehr Kubik, weniger Kubik. Dieses Jahr muss ich ein bisschen strecken, weil es sind weniger Gärreste da als gedacht. Also, ne? Hier die eine Anlage, die noch gesagt hat, du musst unbedingt rausfahren, kriegst auch Geld. Die hat letztendlich jetzt kaum Gärreste da. Und das war enttäuschend. Da fehlen mir ungefähr 2000 Kubik. Jetzt habe ich überall runtergerechnet, muss ein bisschen mehr ergänzen letztendlich im Mineraldünger. Das gefällt mir nicht ganz, aber naja. Die Quintessenz von dem Ganzen ist ja, wir kommen auch ein bisschen zügiger voran, weil wir halt 10 Kubik weniger auf dem Hektar fahren, das ist nun mal so. Insgesamt machen wir 270 Hektar Striptill. 30 davon, also fern die Gärreste reichen, 30 davon, ja, kann immer ein bisschen länger fahren, bis der Zeiger wackelt. 30 davon tatsächlich für Hanf. Ich habe
30 Hektar musste ich irgendwie kompensieren. Da kann ich keinen Mais anbauen, weil ich dann mit den Prozenten zu hoch komme. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, Hafer, schaffe ich keine Lebensmittelqualitäten, weil mir einfach das Wasser fehlt. Dann beim Mais, wie gesagt, ist keine Option. Ich habe jetzt schon 50 Hektar Maisstangenbohne, damit ich den Leguminosen Anteil sozusagen sichern kann. Das mache ich halt, indem ich die Mehrheit muss ja eine Leguminose sein. Ja? Das heißt, diese normale Mischung von 7:3 funktioniert nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich irgendwie 6:5 fahren oder sowas, damit ich diesen Leguminosenbonus bekomme. Und das wollte ich auch nicht noch mehr machen, weil das Unterfangen ist relativ teuer. Das lohnt sich nur wirklich mit der Förderung. Sommergetreide ist eigentlich gar keine Option auf meinem Standort. Das performt überhaupt nicht. Eine Ackerbohne, eine Erbse performt zu schlecht. Wenn ich da 1-2 Tonnen ernte, damit kann ich nicht leben. Dann hatte ich die Hirse im... Hirse wollen die Biogasanlagen nicht unbedingt. Das ist sehr energiearm. Das wollen sie alle nicht haben. Da ist Saatgut auch unheimlich teuer. Gut, Einzelkorn können wir inzwischen. Das würde gehen. Striptil wäre auch gegangen. Herbizidmaßnahme muss man sehen, das kriegt man eigentlich auch hin. So, Hirse wäre irgendwie gegangen, irgendwie. Aber ich habe schon mal 3 Jahre Hirse angebaut. Ein Jahr war mega gut, habe 35 Tonnen auf dem Hektar geerntet. Und die anderen Jahre, da ist der Kram im Herbststurm umgekippt. Und Leute, da fragt nicht, wie das Ernten war. Das hat, also da kommen die ganzen grauen Haare her. Wir haben für 7 Hektar 2 Tage gebraucht, weil es in allen Richtungen lag. Und wir haben mit Butterfly-Mähwerk versucht, wir haben mit Direktschneidwerk versucht, wir haben mit einem Orbis das versucht. Gut, vielleicht wäre es mit einem Krone Easy Collect gegangen, aber das hatte damals zu der Zeit hier keiner. Ja, also das war graue Haare. Jetzt habe ich mich gekümmert und ich habe dafür einen Abnehmer, dass ich Hanf anbaue. Ich mache 30 Hektar, jemand anderes macht nochmal 50 Hektar, haben wir zusammen 80 Hektar, denn wir brauchen da wirklich LKW-weise, denn das geht in die Niederlande. Es geht in die Niederlande, wird dort verarbeitet und deswegen brauchen wir wirklich auch ganze LKWs, sonst rechnet sich das Ganze nicht. Und dann, wie gesagt, die Abnahme ist fix, die Abnahme... So, jetzt war der Akku alle. Also, wie gesagt, die Abnahme ist da gesichert beim Hanf, wir haben eine Trocknung, das kriegen wir da auch durch. Und wir haben ganze LKWs. Da sind große Mengen tatsächlich wichtig, wo wir hinliefern. Hanf ist, Saatgut kostet dementsprechend Geld. Ja, das möchte ich dieses Jahr zum großen Teil in Einzelkorn machen. Wir haben einige geschrieben, sie machen schon Hanf in Einzelkorn und dort kann man auch dasselbe beobachten wie beim Raps. Halbe Aussatzstärke beim genauso einen guten Ertrag bzw. besser. Ich habe mir gedacht, ich packe noch eine oben drauf, mache das Ganze in Striptil. Warum? Weil wir können. Nee, warum? Weil ich die Technik dafür habe. Ja? Wenn ich Gärreste fahren würde, würde aus aktueller Sicht ja nur in Frage kommen, in Bestand fahren oder Scheibenecke. So, Scheibenecke will ich nicht mehr zwingend, so viel Bodenbearbeitung. Und will auch nicht den ganzen Aufwand jetzt mal hier noch eine Scheibenecke ranzuhängen, weil wir nicht so viel Zeit haben, weil wir wirklich dieses Jahr viele Hektar mit dem Striptil machen. Also nicht nur die 270, da hält es ja nicht an, sondern wir machen ja nochmal deutlich mehr. So, das heißt, wir können hier komplett durchfahren, dann irgendwo mit 20 Kubik auf dem Hektar und da packe ich dann den Hanf oben drauf. Ein Teil mache ich in Direktsaat, da gibt es in Zukunft jetzt auch ein Update. Da gibt es jetzt auch eine deutliche Verbesserung, denn ich habe mich mit jemand anderem für ein Gerät entschieden. Also wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, ich gucke eigentlich, dass ich mit dem Betrieb, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, zusammen Technik ausnutze, sodass wir generell bei den Maschinenkosten nochmal einen deutlichen Step runterkommen. Und da haben wir uns zusammen für eine Direktsaat-Drillmaschine entschieden. Da freue ich mich besonders drauf. Und zusätzlich, Leute, haben wir uns auch für eine Einzelkorn entschieden. Das heißt, ihr könnt meine EDX erwerben. Also ihr könnt meine EDX kaufen, das Ganze ist safe, ist unterschrieben, die Maschine steht da, also die Einzelkorn, die wir bekommen, die steht da. Das heißt, ich kann die jetzt abgeben. Ich kann meine EDX jetzt abgeben und dementsprechend verkaufen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden. Hannes.in.mv.de? Nee. Hannes.in.mv@gmail.com. @gmail.hannes. Ich blende das hier richtig ein. So, also da könnt ihr euch hinmelden und dann ist das Update. Das heißt, so, wir machen
die Sonderkulturen in Direktsaat. Wir machen Einzelkorn mit der neuen Maschine. Hanf Einzelkorn mit der neuen Maschine. Und genau, das ist erstmal soweit dazu. Also das steht, der Plan steht und ich halte an mein Konzept fest. Striptill fürs Frühjahr, überall wo wir Gärreste unterbringen müssen, am besten mit Striptill. Und dann folgt einfach nur Direktsaat bei allem anderen. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Option. Mich fragen immer viele, hältst du dran fest? Auf jeden Fall. Weil ich das nicht nur als ackerbauliche Option sehe, sondern gesamtbetrieblich. Ja? Das heißt, ich habe jetzt über Winter auch wirklich mit einigen großen Direktsäern zu tun gehabt. Mit 1.500 und 2.000 Hektar tatsächlich schon. Und die haben gesagt, und das ist selber mein Empfinden auch, sobald du mit diesem Direkt- und Minimalbodenbearbeitung anfängst, merkst du direkt so, wie das Geld auf dem Konto bleibt. Und das kann ich bestätigen, das merkt man wirklich. Ertragstechnisch kann ich euch sagen, merke ich auch, das ist kein großer Unterschied. Vielleicht ist das marginal, aber das, was man spart an Personal, Maschinenkosten und Verschleiß, ist exorbitant. Also wir sprechen von ungefähr 200 Euro auf dem Hektar, alles drum und dran. Pflanzenschutz mache ich nicht mehr als das, was gerne behauptet wird. Du brauchst mehr Pflanzenschutz, das ist Quatsch. Pflanzenschutzkosten im Gegenteil sind sogar noch gesunken über die letzten Jahre, obwohl der Preis mehr geworden ist. Düngerkosten sind auch gesunken. Ich glaube, das ist vor allen Dingen Striptill zu verdanken. Das ist deutlich ein größerer Hebel. Und das kann ich euch sagen, betriebswirtschaftlich ist die Direktsaat mehr als nur interessant. Wenn sie ackerbaulich manchmal vielleicht noch so ist, dass man sagt, ah, da weiß ich noch nicht. Aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das ein ganz krasser Hebel. Und zumal auch du nicht mehr so viel Riesentechnik auf dem Hof brauchst. Und überlegt mal, was aktuell Schlepper und Technik kosten. Wenn man jetzt bedenkt, dass 1.000, 2.000 Hektar Betriebe kriegen das mit 3 Schleppern hin. Keiner über 300 PS. Natürlich im Sommer wird irgendwie mit LKWs noch zusätzlich abgefahren im Transport, damit man das schafft. Aber unterm Strich ist das eine sehr, sehr interessante Option. Ich glaube, ich habe in dieser Folge genug gequatscht, Leute. Also wir bleiben der Linie treu. Da wird viel passieren die nächsten Wochen, wie wir das machen, was wir machen werden. Aber das Konzept bleibt gleich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucken wir dann raus. Ich komme ja die ganze Zeit ein Zubringer hier. Komme ich nicht mehr raus. Was soll ich machen? Alles klar, Leute. Bis dann.